Und diese beiden Kugeln nehmen wir natürlich auch wieder mit. Warum ist da diese Klappen vor? Das kostet nur Zeit. Und diese natürlich auch. Wunderbar. Und wir hatten hier ja noch einen zweiten Raum mit Doppelfach, dann hier hinten. Da wollte ich eigentlich hin. Fach Nummer 1. Fach Nummer 2. Und hinein in die gute Stube. So, was haben wir denn hier? Komme ich irgendwo hin? Da komme ich hin. Eine weitere Tür. Kam ich noch in die andere Richtung? Da hinten irgendwie? Nein. Gut, das wollte ich noch wissen. Und da das eine Tür ist, kommen wir hier auch rein. Was haben wir hier Schönes? Ein Wandteppich. Ah, das brauchen wir fürs Gewächshaus. Das ist gut. Schau, noch so ein herrlicher Wandteppich. Ich frage mich, was das für ein seltsames Diagramm ist. Vierter Wandteppich. Ein seltsames Diagramm auf einem Wandteppich gefunden in der Bibliothek. Was wir hier draußen mal lernen, diese Pflanzen hier zum Beispiel stoßen sich ab, genauso diese beiden oder diese beiden. Diese beiden ziehen sich an und die stehen alleine da. Oder wie oder was. Das weiß ich jetzt nicht, warum die alleine da sind. Halt. Ja, Schau. das habe ich Ich schon frage. gehabt. Ja. Das gibt uns schöne Möglichkeiten, wieder Rätsel zu lösen. Das ist gut. Die Kugel wieder mitnehmen. Und hier lang? Ja, von hier bin ich glaube ich gekommen. Genau. Da. Okay. Wunderbar. Und die beiden Kugeln nehme ich natürlich auch wieder mit. Fach Nummer 1. Fach Nummer 2. Und wieder nach links. In die Einertür rein. Hier hatten wir ja unsere zweite Kugel gefunden, aber hier brauchten wir ja noch zwei Stück insgesamt. Die haben all boah, ey, Millimeterbereich hier nur. Jetzt haben wir ja mittlerweile drei Kugeln, das heißt, hier kommen wir auch durch. Hoffentlich finden wir dahinter auch jetzt die vierte Kugel. Das wäre ja ganz gut, ey. Nee, aber ein weiterer Wandteppich. Wasser, Feuer, Erde, Luft. Schau, noch so ein herrlicher Wandteppich. Ich frage mich, was das für ein seltsames Diagramm ist. Wie auch überall dasselbe sagen. Zweiter Wandteppich. Ja, die anderen Texte sind immer dieselben. Gut, jetzt fehlt uns aber trotzdem immer noch eine Kugel. Weil laut Beschreibung gibt es hier ja vier Kugeln. Na gut, ein Bereich fehlt uns ja noch. Ha, halt! 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 Mitnehmen.
Nix wird zurückgelassen, Lydia. Ist nicht. Gut. Okay, halt. Ah, nicht weiterlaufen. Ich wollte schon wieder hier, habe hier schon wieder geklickt zum Weiterlaufen. Ich muss mich daran gewöhnen, immer alles mitzunehmen. So. Auf zum letzten Raum. Vielleicht finden wir dort dann auch die letzte Kugel. Weil sonst wüsste ich nicht, wo die noch sein könnte. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wofür wir die noch gebrauchen könnten. Weil wir waren ja jetzt eigentlich in jedem Raum drin. Ja, das ist die letzte Kugel. Noch eine dieser magischen Kugeln. Ja, eine Mittel, ja. Ja, Bibliothekskugel. Was haben wir denn hier noch? Sag jetzt nicht gar nichts mehr. Hä? Der Raum hier ist jetzt nur für die Kugel. Okay. Nur wohin jetzt? Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen. Ich bin gerade am Überlegen. War hier. Ach ja, hier ging es ja auch noch weiter. Stimmt. Und hier war, glaube ich, noch eine Doppeltür. Genau. Vielleicht ist dahinter ja noch eine Einsatztür, wofür wir das jetzt gebrauchen könnten. Diese letzte Kugel da. Weil jetzt haben wir ja eigentlich eine Kugel immer noch als Überschuss. Das heißt, die letzte Kugel hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, oder? Links geht's nicht, aber rechts habe ich. Da habe ich gerade gesehen, da. Ah doch, links geht auch. Rechts ist noch ein Wandteppich. Sobald die Gabe des Lebens nicht mehr ge. Was? Nicht mehr geehrt, wird selbst das Herz des Stärksten versehrt. Der Verstand wird vergiftet von Trauer und Schmerz, bis Erinnerung und Freude erleichtert das Herz. Schau, noch so ein herrlicher Ja. Wandteppich. Die Inschrift darauf scheint so eine Art Rätsel zu Hätte ich sein. nicht gedacht. Erster Wandteppich. Ein auf ein Wandteppich geschriebenes Rätsel. Wow, mal ein anderer Text. Ja, das müssten wir ja eigentlich alle haben, oder? Hier sind sie nicht. Sind die hier? Ja. Wir haben auf jeden Fall alle 4 Wandteppiche. Und wir brauchen noch ein Buch. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite. Okay, das hätte beides nur hierhin geführt. Aber jetzt ist die große Preisfrage. Wofür brauchen wir diese vierte Kugel? Weil wir haben eine Kugel noch übrig. Das heißt, eigentlich muss in einem Doppeltürraum noch eine Doppeltür drin sein. Weil sonst wäre das sinnlos. Da muss ich nochmal nachgucken.
Wir haben nämlich noch nicht ein einziges Mal alle vier Kugeln verbrauchen müssen. Und wozu sollte es sonst vier Kugeln geben? Außer das Spiel will mich jetzt verarschen. Das kann natürlich auch sein. Da tut das Spiel gerne. Da. So, gucken wir uns nochmal die Doppeltüren an. Zuerst einmal diese hier. Gut, und diese hier auch. So. Hier drin ist eine Einsertür. Ich gehe da trotzdem mal gucken, vielleicht ist dahinter ja noch eine Einsertür. Obwohl ich das ernsthaft bezweifle. Komm. Hier ist keine Tür links, vielleicht eine rechts. Rennt die nur daran vorbei zum Wandteppich, genau. Das heißt, hier ist keine Tür mehr. Mitnehmen. Hier ist auch sonst gar nichts. Okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch eine einzige Tür übrig. Kann nur noch dahinter sein. Oder übersehe ich jetzt irgendwas? Ach ja, hier war ja so. Genau. Nummer 1. Zwei. Gucken wir uns mal die gesamte Wand an. Da kann man lang gehen. Das ist aber eine Fläche mit dem da hinten. Da ist nur eine Einsertür. Warum sieht das hier aus wie ein Durchgang zu einer Tür? Ist aber keiner, okay. Ist hier hinter vielleicht dann noch eine Einsertür?